Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Auf die Überholspur. Wir haben in den ersten 25 Folgen viele ernste Themen behandelt. Heute schauen wir uns einmal was Lustiges an, nämlich Verkehrszeichen, die du vielleicht noch nie gesehen hast. Das erste Verkehrszeichen, das hat wahrscheinlich noch niemand von uns gesehen in der Realität. Genau, Parken verboten an Ungeraden, das ist das mit dem einen Strich, oder das mit den zwei Strichen, Parken verboten an geraden Tagen. Ich habe es noch nie gesehen in der Realität. Einmal bei einem Urlaub im Ausland, da war ich leider zu langsam mit dem Handy, um ein Foto davon zu machen. Wenn du dieses Verkehrszeichen irgendwo in Österreich einmal siehst, bitte schick uns ein Foto. Wir würden gerne wissen, ob es dieses Verkehrszeichen wirklich gibt. Auch ein Verkehrszeichen, das man ganz selten sieht. Dieses Verkehrszeichen wird auf Laternen raufgemalen, die nicht die ganze Nacht leuchten. Da muss die Gemeinde Strom sparen. Wir hatten sowas bei uns in der Gemeinde auch einmal. Da hat man neue Solarlampen installiert, war sich nicht ganz sicher, ob die Laternen das die ganze Nacht durchhalten. Da hat man dieses Schild draufgegeben. Mittlerweile weiß man, okay, diese Laternen halten die ganze Nacht. Das Schild ist wieder weg. Wenn man jetzt bei so einem Verkehrszeichen oder wenn man bei so einer Laterne steht, die eben nicht die ganze Nacht leuchtet, dann weißt du sicherlich, dass man sein Fahrzeug in der Nacht beleuchten muss. Auch ein Verkehrszeichen, das man zwar sieht, aber die wenigsten wissen, was es eigentlich bedeutet. Genau, das ist ein Radweg ohne Benutzungspflicht. Normalerweise ist es ja so, wenn ein Radweg vorhanden ist, dann muss man den auch benutzen als Radfahrer. Dieser Radweg ohne Benutzungspflicht, okay, da darf man fahren, muss aber nicht. Man könnte auch auf der Straße fahren. Dieses Verkehrszeichen hat schon Kandidaten bei der Prüfung einen schweren Fehler eingetragen, damals seinerzeit ist man sogar wegen diesem Verkehrszeichen, was nicht beachtet, durchgefallen. Genau, Fahrverbot für Fahrzeuge über 2 Meter Breite. Das Entscheidende ist jetzt, und das kannst du bitte uns auch in den Kommentaren schreiben, weißt du denn, wie breit dein Auto ist? Kein Mensch weiß, wie breit sein Auto ist, außer er ist ein Freak, hat in der Beschreibung nachgelesen, in der Betriebsanleitung. Normalerweise weiß man eben nicht, wie breit sein Auto ist. Dieses Verkehrszeichen wurde früher gerne bei der mündlichen Prüfung von den Prüfern gefragt. Und viele haben dann als Antwort gegeben, Fahrverbot für Anhänger. Und dann haben die Prüfer immer fürchterlich gelacht, weil sie gesagt haben, na, Anhänger kann eigentlich alleine nicht fahren. Offiziell heißt es Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger. Mit einem Fahrrad könntest du hier mit einem Anhänger weiterfahren. Diese Verkehrszeichen sind jetzt neu in Österreich. Ich habe es in der Realität auch noch nie gesehen. Das heißt, wenn du es einmal siehst, bitte mach ein Foto, schick es uns, damit wir endlich wissen, wo es das in Österreich gibt. Hier darf man auf dem Bannenstreifen auf einer Autobahn weiterfahren. Voraussetzung ist allerdings, dass über dieser Spur ein grüner Pfeil ist, der dir signalisiert, okay, jetzt ist dieser Bannenstreifen für den fließenden Verkehr freigegeben. Wenn ein rotes X darüber stehen würde, dann wäre der Bannenstreifen natürlich nicht zu befahren. Ein Verkehrszeichen, das man sehr oft sieht, aber oft nicht genau weiß, wie man sich verhalten muss. Die Frage ist jetzt, wie verhalte ich mich bei dieser Kreuzung? Nämlich die Frage ist eigentlich, wer hat auf dieser Kreuzung Vorrang? Und das Wichtige ist für uns, wir haben das auch bei uns in der Gemeinde, es kann sein, dass der Rechte Vorrang hat, es kann sein, dass dort Vorranggebenzeichen oder Stopptafeln angebracht sind. Allein von diesem Verkehrszeichen weiß man nicht, wer dort Vorrang hat. Und ganz neu, nach der letzten StVO-Novelle im Oktober 2022, ist dieses Verkehrszeichen. Auch das haben wir bei uns in Klagenfurt noch nie gesehen. Wenn es in deiner Gemeinde irgendwo steht, bitte mach ein Foto, schick uns das Ganze. Diese Schulstraße soll verhindern, dass Fahrzeuge im Bereich von Schulen einfahren. Wer darf denn jetzt dorthin fahren? Gewerbliche Schülertransporte zum Beispiel. Aber nicht die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. Die Müllabfuhr darf dort fahren. Feuerwehr natürlich, wenn dort irgendwas zum Erledigen ist. Polizei, auch wenn sie nicht im Einsatz ist. Abschleppdienste, wenn sie dort irgendjemanden abschleppen müssen. Oder natürlich auch Anrainer, die dort in der Nähe wohnen, die also mit dem Auto zu ihrem eigenen Haus dazufahren, das im Bereich einer Schulstraße ist. Es können Ausnahmen bestehen, dass die Gemeinde sagt, okay, wir lassen Anrainer, die jemanden besuchen gehen, auch zu. Aber das wäre dann mit einer Zusatztafel angekündigt. Wenn man dort reinfahren darf in so eine Schulstraße, dann darf man keine Fußgänger gefährden oder behindern. Das heißt, man muss also alle Menschen über die Straße lassen und es gilt Schrittgeschwindigkeit. Wenn du irgendwelche spannenden Verkehrszeichen siehst, die du sagst, puh, die habe ich noch nie gesehen,
Bitte her damit, schick uns ein Foto von diesem Verkehrszeichen an fragen@driveacademy.at oder fragen@alpenland.co.at oder schick sie uns per WhatsApp an 0677 640 29700. Du kannst uns bei unserer Arbeit unterstützen, indem du ein Like da lässt oder unseren Kanal abonnierst. Wir freuen uns schon wieder auf nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.